Puh, ein ganzes Monat jetzt. Ein ganzes Monat habe ich jetzt kein Video gemacht. Und wieso? Ja, das fragt ihr euch jetzt bestimmt. Aber das erzähle ich euch nach dem Intro. Wieso kein Video kam, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass ich sehr über mein Kanalkonzept nachgedacht habe. Und wie es zukünftig weitergehen soll. Denn eigentlich möchte ich was Kreatives machen, wo ich viele Effekte etc. machen kann. Aber ich habe kein richtiges Format, das auf meinem Kanal ist, was regelmäßig kommt, wo die Leute sagen, genau deshalb schaue ich die Videos. Und da arbeite ich im Moment dran. Und da habe ich viele Ideen. Es gibt auch schon eine fixe Idee, die wird ab Mai zu den Dreh losgehen. Das Wetter abhängig ist draußen. Ist eine geile Idee, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Und ja, außerdem habe ich hier an den Merch gearbeitet. Gibt es heute auch noch eine Verlosung. Wie das dann abläuft, erkläre ich euch dann mal Ende des Videos. Also brav bis zum Ende dranbleiben. Und noch ein Punkt ist, dass mir gesundheitlich nicht so gut ging. Man sieht es auch, ich habe zugelegt. Es hatte private Gründe, wieso es mir gesundheitlich nicht gut ging. Das möchte ich euch jetzt nicht großartig erläutern. Aber ich würde sagen, das war's für den Anfang. Wir starten mit den heutigen Fakten. Los geht's. Frauen weinen 5-mal so oft wie Männer. Besonders oft weinen sie zwischen 19 und 22 Uhr. In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, einen Schmetterling mit dem Tode zu bedrohen oder zu töten. Das stelle ich mir ja mal geil vor. Herr Schwede, was geht hier ab? Was macht hier ein Schmetterling? Na wartet, ich bringe ihn um. Was machen Sie da? Hallo. Ja, hallo, das können Sie nicht sparen. Ich bin von der NSA, habe jetzt Ihr Handy da hochgelassen. Und was wollt ihr denn da einen Schmetterling da umbringen? Sag mal, wir haben Ihnen in den Hirn eingeschissen. Da gehen Sie 10 und heben, jetzt können wir es mit, mein Freundl. Auf, gehen wir. Bei Fuß, hopp. Okay, das Gesetz finde ich jetzt Schwachsinn, aber dass die Amerikaner den Knall haben, wissen wir ja nicht erst seit heute. Jeder Kontinent weist eine Stadt mit dem Namen Rom auf. Bis 1903 enthielt ein Glas Coca-Cola 8,45 Milligramm Kokain. Und das soll es mal noch heißen, dass wir aus unserer Zeit drogenabhängig sind. Und die haben sich mit dem Cola gegönnt, ne? Ja, das ist wieder was Geiles, ne? Da freut sich mein Herz. Fuck off. Lucky Luke hat 1982 mit dem Rauchen aufgehört. Die Vorwahl der Antarktis ist 6721. Jährlich sterben mehr Menschen durch Sektkorken als durch Spinnen. Ach, Gott sei Dank habe ich in der Wohnung keine Spinnen. Hilfe! Stefan, na, was du immer schreibst? Hallo Leute, ist das die Atta? Hallo meine Süßen! Ja, was die letzte Woche los war, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war so schlimm. Ich kam daheim, dann liegt der Skylook da. Und der Fuß voller Blut, der ganze Boden voller Blut, alles voller Blut und dreckig und die Putzerei, das war ja Wahnsinn. Ich habe mir dann die ganze Scherereien kümmern müssen und schauen, dass die Spinnen da sind. Ich kann mir nicht mehr über das hier. Das geht einfach aus den Kammerjacke, dann macht das schon verdienen. Da brauchst du die grausigen Viecherländer nicht angreifen. Oh, und der war so süß, der Kammerjacke. Aber dann haben die Spinnen noch gefressen. Und dann war erst wieder Sauerei. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt nimm ein bisschen Gas, mach ein bisschen Gas rein. Und dann passt das schon. Und das hat sehr funktioniert, alle Spinnen. Aber ich habe halt die ganze Sauerei da wegmachen müssen. Der süße Kammerjacke, was da drin ist. Und die Spänen, die was du überall da klingst, sein, aber das hat schon passt. Und jetzt sage ich, würde ich sagen, laufe ich nicht lang rum, nicht, weil der Skylook, der kommt ja jetzt gleich heim und der macht dann das Video weiter, nicht? Okay, 7 Fakten sind schon etwas wenig. Doch heute gibt es das erste Gewinnspiel auf meinem Kanal. Los, komm an, schwuler Klon. Erklär uns, was heute so verlost wird. Oh, bin ich aufgeregt, heute darf ich mal mitmachen. Ich darf euch heute dieses wunderschöne Cover vorstellen. Ergonomisch geformt mit dem wunderschönen Logo da drauf.
Das hat der Skylook designt und das verlost er heute. Und was ihr dazu machen müsst, um es zu gewinnen, erklärt er euch selbstverständlich. Dieses schöne Cover könnt ihr heute gewinnen. Und gewinnen könnt ihr es, indem ihr mich abonniert und unter den Videos kommentiert. Ich werde dann jemand davon auslosen und der bekommt dieses wunderschöne Cover zugeschickt. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, kommentiert um zu gewinnen, abonniert um zu gewinnen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.